Hallo, ihr Lieben, heute ein Ding umgedreht, ein Stück Rinde im Wald, am Waldrand, und diese Serpiformica lemani-Kolonie gefunden. Die gesamte Kolonie war unter diesem Stück Rinde. Das ist keine sonderlich große Kolonie. Eine Königin, 40 Arbeiterinnen, circa plus minus. Und was diese Kolonie eigentlich so besonders macht, weil Lemani-Kolonien gibt es bei uns ziemlich häufig, gleich wie Fusca, ist die Königin. Geht ein bisschen weg, dass man die Königin sieht. Das Ding ist, die Königin hat nur zwei funktionierende Beine. Faria, musst du jetzt den Schnabel an der Wand wetzen? Schaut's noch deppert. Die Königin hat nur zwei funktionierende Beine. Die hinteren zwei Beine, das war's. Mir ist nichts. Von den anderen Beinen sind nur Stummel da. Und da das die einzige Königin in dieser Kolonie ist, gehe ich ohne Übertreibung stark davon aus, dass die Königin so ihre Kolonie gegründet hat. Aber wie kommt eine Königin dazu, dass sie nur zwei Beine hat? Naja, das einzige Tier, das in dieser Nähe lebt, das dazu in der Lage ist, ist eine Camponotus lignibertus oder Camponotus vagus majore oder media. Und wie ich schon öfter beobachtet habe, ist es nicht sonderlich unhäufig, dass eine Camponotus media oder majore, eine schwärmende Lasius niger oder andere Königin begegnet, angreift und dann verstümmelt. Bei den Camponotus media und Majoren ist es aber meistens so, die beißen dann durch ihre Wucht den Königinnen oder feindlichen Arbeiterinnen Gliedmaßen ab, und sobald diese dann so liegen bleiben und sich kaum mehr bewegen, weil sie es nicht mehr können, weil sie gar nicht mehr so viele Beine haben, verliert die Camponotus Arbeiterinnen komplett das Interesse daran und geht weiter. Das liegt daran, dass die Camponotus eher Aggressionen gegen Bewegung und sich bewegende Tiere haben. Wenn die aber liegen bleiben, sind die Aggressionen recht gering und das Interesse verliert sich. Und so wird es wahrscheinlich ihr auch ergangen sein. Sie wird geschwärmt haben, wird sich gepaart haben, ist auf dem Boden gelandet, hat sich ihre Flügel abgebrochen, ist auf die Suche gegangen nach einem Nistplatz, ist dabei wahrscheinlich ein oder zwei Majoren über den Weg gelaufen, die haben ihr attackiert, haben ihr dann die Beine abgebissen und haben sie dann so liegen gelassen und sind dann weitergegangen. Und kein Schwein weiß wie, die wird sich wahrscheinlich dann trotzdem irgendwie in einen Ritz oder was reingequetscht haben und hat dann ihre ersten Arbeiterin großgezogen. Und deswegen ist aber die Königin kein bisschen anders oder schlechter oder besser als eine Königin mit sechs Beinen, weil die Dame hat es trotzdem geschafft. Das liegt gerade daran, weil früher, wo ich noch eher in den Ameisenforen und so aktiv war, war sehr häufig so: Ich habe eine Ameisenkönigin gefunden, der fehlt ein Bein, kann die dann trotzdem gründen? Die hat doch dann ihr Leben lang Probleme. Was sagt denn die? Die hat nur mehr hinten zwei Beine, die hat vorn gar nichts mehr, die kann weder richtig laufen oder sonst was, und trotzdem hat sie eine gesunde Kolonie erzeugt. Und darauf kann das dem Mädchen stolz sein. Und die Arbeiterinnen wissen, dass die Königin etwas hat. Die sind extra langsamer und extra näher bei ihr und tragen sie herum, weil sie merken, dass die Königin nicht richtig laufen kann. Andererseits kann man jetzt auch wieder sagen, für eine Arbeiterin wäre das ein Todesurteil. Beziehungsweise ein schlechteres Urteil, weil sie kann nichts machen.
wenn sie nicht richtig laufen kann. Für eine Ameisenkönigin, die meiste Zeit ihres Lebens eh im Nest verbringt, also nicht von einem Feind weglaufen muss oder Beute nachlaufen muss und eigentlich eh nur gefüttert wird und Eier legt, ist das ja noch akzeptabel. Jetzt kommt wieder der Fun Fact. Wie erkennst du, dass das eine Lemani-Kolonie ist und keine Fusca? Fusca sind kleiner. Fusca sind schmäler, Fusca sind kleiner, zierlicher. Lemani sind größer und bulliger, die Königinnen sind auch größer und bulliger. Wenn du weißt, du hast keine Beine und trotzdem versuchst, über den Ast zu klettern. Aber naja. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye, bye.